Willkommen bei Moderne Helden. Heute geht es um das Duo, das Frieden und Ordnung in unserer Galaxie wiederhergestellt hat, Ratchet und Clank. Erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihren neuesten haarsträubenden Abenteuern. Wie Sie sich vorstellen können, hatten wir einiges zu tun. Nach dem Sieg über Drake gab es Paraden, Pressekonferenzen, Festakte und Würstchen essen bei R. Ach ja, das. Und dann wurde es wieder etwas ruhiger. Danach waren wir, also... bei der Eröffnung der Öloase. Genau. Das war letzte Woche. Vor 6 Monaten. Wir haben immer noch viel zu tun, aber eher im häuslichen Bereich. Gestern habe ich meinen Radiator geputzt. Anscheinend besteht wohl kein Bedarf an Helden. Miss Noodlebottom, ich habe ihn gefunden. Willkommen. Was zum... Abercrombie Fizzwidget, Gründer der Megacorp in der Bogon-Galaxie. Bogon? Tut mir leid, euch Unannehmlichkeiten zu machen, aber unsere Galaxie befindet sich in einer verwickelten Lage. Ich muss euch um Hilfe in einer Angelegenheit dringbarster Dringbarkeit bitten. Es geht um einen äußerlich gefeierbaren Einsatz von unglaubhafter Schrecklichung. Was redet der da? Also, ich soll zu einem gefährlichen Einsatz in eine andere Galaxie. Unbestritten. Vor einigen Tagen wurde dieses geheime biologische Experiment aus unserem Labor gestohlen. Und zwar von einem kaltblütiglichen Meisterdieb. Und du musst das Experiment zurückbringen. Machen wir. Ach, wir? Crank, mit deiner Zögerlichung habe ich gerechnet. Und ich möchte dir einen Vorschlag hinterbieten. Wir machen dich zum obersten Buchführhalter der Megacorp. Du kriegst eine Penthouse-Suite in Megapolis. Und unsere topmoderne Robomasseuse. Okay. Und du, Ratchet, du musst in absoluter Bestform sein. Auf dem Weg nach Bogon wirst du ein schweres Training unterwandern. Kampfsport, schwere Waffen, Überlebenstraining, Tarnung, Stricken, Standardtänze und Origami. Mittels bipolarer Vektorverdauung haben wir erfahren, dass sich der Dieb auf einer Flugbasis in Sektor 7 aufhält. Schleicht euch dort ein und berafft mir das Experiment. Sir, bereit zum Start. Wir bei Megacorp gratulieren Ihnen zu Ihrer Kommandomatik-Rüstung mit Helm. Jetzt, da Sie diese Kombination ausprobiert haben, möchten wir Ihnen einige Ihrer wichtigsten Funktionen vorstellen. Der Kommandomatik-Helm liefert Ihnen wichtige Informationen. Dieser Bereich zeigt Ihre aktuellen und maximalen Nanotech-Werte an. Nanotech kann Ihr Leben retten, also passen Sie gut auf. Dies ist eine Nanotech-Einheit. Die Kommandomatik-Rüstung kann Ihre maximalen Nanotech-Werte steigern. Um Ihre Nanotech-Werte zu steigern, müssen Sie Gegner besiegen. Besiegte Gegner hinterlassen Nanomiten. Ihre Rüstung absorbiert die Nanomiten und speichert sie in dieser Anzeige. Ist die Anzeige voll, erhalten Sie eine zusätzliche Nanotech-Einheit. Je stärker Ihr Gegner ist, desto mehr Nanomiten können Sie ihm abnehmen. Der Kommandomatik-Helm bietet auch einen Überblick über Ihre Waffen. Dieser Bereich zeigt das Symbol für Ihre gewählte Waffe und die verbleibende Munition. Besiegen Sie einen Gegner mit einer Megakorb-Waffe, absorbiert auch diese Waffe einige der zurückgelassenen Nanomiten. Diese Anzeige speichert die Nanomiten für Ihre gewählte Waffe. Ist sie voll, wird Ihre Waffe verbessert. Sie können diese Anzeige für jede Waffe im Schnellwahlmenü auf Ihrem Waffenbildschirm einsehen. Hoffentlich sind Sie mit Ihrer Kommandomatik-Rüstung mit Helm von Megacorp zufrieden. Auch in Ihrer Nähe finden Sie eine Megacorp-Filiale für die Lust an der Zerstörung. Hier spricht Ratchet. Ich nähere mich den Koordinaten 37 Alpha. Viel Glück. Ich zähle auf euch. Verstanden. Funkstelle wird eingeleitet. Meine Sicherheitskräfte sind wohl etwas veraltet. Wow. Hey, nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig.
Halsabschneider. Wir schlagen alles kurz und klein. Sehr schön. Ich hätte großes Interesse an Ihren Diensten. Sie bringen das Geld, wir bringen die Gewalt. Gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihre besten Männer zu diesen Koordinaten kommen. Melde mich zum Dienst, Sir. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du dich meldest, so schnell. Es gab da ein kleines Problem. Der Dieb ist mit dem Experiment entkommen und ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Keine Sorge. Ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Haben Sie Karten für diesen Quadranten der Galaxie? Aber sicher doch, mein Herr. Wir haben galaktische Karten, 3D-Karten, Faltkarten, Karten zum Ausschneiden und zu den Häusern der Stars. Ach, jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern? Abwehrsystem deaktiviert. Ey, ihr Wechselgeld! Schon unterwegs. Willkommen, willkommen. Wenn jeder einen Platz gefunden hat, können wir mit der heutigen Vorführung beginnen. Zunächst bräuchte ich einen Freiwilligen. Wer meldet sich? Sehr gut. Wie heißen Sie, Sir? Ratchet. Hey! Da sehen Sie ihn. Den Megacorp-Traktorstrahl in Aktion. Applaus für unseren Freiwilligen. Sir! Warum nutzen Sie nicht unser spezielles Showangebot? Danke, Sir. Sie werden sehr zufrieden sein. Widget, melde dich. Bist du da? Ja, Mr. Fizz-Widget. Hör zu, ich habe neue Informationen, was den Verbleib unseres Experiments anbetrifft. Der schändliche Dieb wurde auf Megacorps Magda Resort versichtet. Und die Halsabschneider haben einen Störsender in die Umlaufbahn von Magda Resort geschleppt. Soll ich ihn ausschalten? Genauestens. Er diskonfrapoliert die jährliche Galactic Gladiators-Übertragung. Sieh dir das an. Sind Sie stark genug, mutig genug, verrückt genug, um mit zwei der wildesten Kämpfer der Galaxie in den Ring zu treten? Wenn Sie mit Ja antworten, sind Sie ein verdammter Lügner. Aber das macht nichts, denn Megacorp bringt die Galactic Gladiators exklusiv als Megafuel-Ereignis in Ihr Zuhause. Zuerst geht's ums Überleben des Stärkeren in unserem Bio-Wettkampf. Seien Sie dabei, wenn die Kettensäge gegen unsere Gastgladiatoren antritt. Die Kettensäge ist seit 500 Kämpfen ungeschlagen. Wenn der Wettkampf zwischen Lebensformen nicht nach Ihrem Geschmack ist, werden Sie unsere Roboter nicht enttäuschen. Seien Sie dabei, wenn sich die Kandidaten unserem vierarmigen Banditen stellen, dem B2 Brüller. Brüller! Mit dieser Maschine kann es kein Lebewesen aufnehmen. 6 Tonnen Carbonox-Legierung gehen auf die Jagd. Und es gibt keinen Trostpreis, denn dieser Killer kennt keine Gnade. Also worauf warten Sie noch? Rufen Sie jetzt an und holen Sie sich die Kettensäge und den B2-Brüller in Ihr Wohnzimmer. Aber räumen Sie vorher das gute Geschirr aus dem Weg. Haha, die Galactic Gladiators gibt's nur bei Megafuel. Rufen Sie jetzt an. Kettensäge, hä? Hab die Koordinaten. Ratchet, Ende. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich sagte... Saubere Arbeit, Junge! Du bist in dieser Unterwäsche nicht zu ersetzen! Jedenfalls wird der schändliche Dieb jetzt von den Halsabschneidern geschützt. Aber vielleicht weiß ich, wie du dich bei ihnen einschlamausern kannst. Wird es... gefährlich? Nein. Naja, ja schon. Cool. Sieh dir das an. Den Wind im Haar,
die Sonne auf der Haut, die Fliegen in deinem Mund. Wir sind die Wüstenfahrer. Bevor ich zu den Wüstenfahrern kam, hatte ich keine Freunde. Ich hatte Zweifel an mir selbst, Mundgeruch und eine Schwäche für Damenunterwäsche. Aber diese Jungs hier, die verstehen mich. Bin wegen der Kuchentheke hier. Außerdem mache ich auch die süßen Handschuhe für die Jungs. Wenn Sie das Zeug dazu haben, können Sie mit dieser Probemitgliedschaft am härtesten Hoverbike-Rennen der Galaxie teilnehmen. Gewinnen Sie und werden Sie einer von uns. Die Wüstenfahrer. Der Lieblingsverein der Halsabschneider. Alle Wüstenfahrer haben Megacorp-Räder, also musste ich nur ein paar Fäden ziehen. Melde dich, wenn du weitere Informationen hast. Fizz-Widget, Ende. Sind Sie bereit für die heutige Megaschlacht? Von irgendwoher kommt er. Der Typ da. Wenn er unsere Gladiatoren bezwingt, kriegt er diesen Elektrolysator. Wenn er gegen die Gladiatoren verliert, kriegt er unseren Trostpreis. Lasst die Spiele beginnen! Meine Damen und Herren, der erste und einzige Sieger der Gladiatorenspiele, der Typ! Du hast dich für unsere Meisterschaft qualifiziert. Komm wieder und kämpf um wertvolle Geldpreise. Das wäre ein schönes Mitbringsel für Clank. Ja! Hey! Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Geh sofort zurück in deine eigene Galaxie. Oder das hier steht dir bevor. Oder das hier steht dir bevor. Leb wohl. Oh. Clank? Okay, Clank. Nicht bewegen. Ich komm runter. Oh! Zum Quark nochmal. Okay, Kumpel. Jetzt kümmern wir uns um dich. Die letzte Stelle von Pi ist... Clank? Clank, kannst du mich hören? Ratchet? Wo sind wir? Bin wohl eingeschlafen. Keine Sorge. Lass uns einfach von hier abhauen. Dieser Luftschacht scheint mir der einzige Ausweg zu sein. Gut gemacht, Clank. Keine Ursache. Das war super. Und jetzt holen wir uns das Experiment. Hä? Hallo, Schwachköpfe. Da sich meine Jungs mal wieder extrem blöd angestellt haben, dachte ich, ich kümmere mich mal persönlich um euch. Hey, meine alten Grindboots und mein Schwunghaken. Fliegt ins Fach. Die Waffe zum Aufrüsten kommt ins Fach. Oh, ich verstehe. Du rüstest also Waffen auf. Yep. Aus deiner süßen kleinen Waffe mache ich im Handumdrehen eine mordsmäßige Kanone. Hey, wollt ihr jetzt was von mir oder nicht? Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sie funktioniert! Meine Erfindung funktioniert! Das ist der Terminator. Er feuert geladene Temperaturkugeln, die einen Eisberg schmelzen oder einen See einfrieren können. Dafür zahlt mir Gadgetron Millionen. Hey, ich weiß nicht, wie lange du eingefroren warst, aber in dieser Galaxie gibt es Gadgetron schon lange nicht mehr. Hier sind jetzt Megacorp-Produkte angesagt. Sag mal, hättest du vielleicht Interesse? Hey, ob mich die Megacorp einstellt? Verzeihung. Das war wohl wieder eine Vakuumröhre. Soll ich mal? Na sowas! Gibt es denn heutzutage gar keinen Anstand mehr? Oh, keine Sorge. Ich bin wohl etwas altmodisch in solchen Angelegenheiten.
Wusstet ihr, dass ich seit der ersten Stunde bei Gadgetron bin? Also, Sie verkaufen diese Geräte. Liebes, Sie verkaufen sich ganz von selbst. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Pass ihn an und du bist Hackfleisch! Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Warum muss er gleich schreien? Hey Mann. Ich kann ihn nicht hören, la 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 la. Nur den Kleinen hier. Sir, ist schon gut. Wir zwei sind auch Wüstenfahrer. Echt? Dann wisst ihr, dass ich sensibel bin. Aber sicher, Sir. Wir möchten nur zum Rennen. Na, ich leihe euch meine Bluebell. Aber seid vorsichtig. Sie braucht ein paar Reparaturen. Kein Problem, mein Bruder. Die Bluebell ist in guten Händen. Echt cooles Rennen, Alter. Hier, nimm den Helm, dann sehen die Jungs, dass du einer von uns bist. Danke, Sir. Oh, da kommt eine Nachricht vom Boss. An alle geschätzten Halsabschneider. Als erstes, wer es noch einmal wagt, meine Schokolade im Pausenraum aufzuessen, der sollte sich besser warm anziehen. Kapiert? Hey, mach die Lichter aus! Ein schlechtes Feng Shui. Außerdem wurde unser Raumtreffpunkt verlegt, und zwar ins... Und jetzt hört gut zu, ihr Nullen. Felsonsystem. Sektor 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr nicht zählen könnt, lasst euch von einem Kollegen helfen. Und der Firmenausflug findet am Sonntag statt. Denkt dran, eure eigene Limo mitzubringen. Hey! Das habe ich gesehen, Kletus. Das gibt eine Verwarnung für dich. Keine Angst. Der Boss schreit nur, weil er uns lieb hat. Ja, Sir. Ich spüre seine Zuneigung. Hast du diese Übertragung gesehen? Nicht wirklich. Wir sollten diesen Treffpunkt überprüfen. Ja, vielleicht fangen wir ein paar Übertragungen ab. Wir werden angegriffen. Sie kommen näher! Hoffentlich funktionieren die Waffen. Oh yeah! Ich hab's vielleicht drauf. Ja. Eine große Herausforderung, aber nichts, was ein Genie... Warte mal. Ich empfange eine Nachricht. Zum fünften und letzten Mal. Ich habe hier ein R-Gespräch von einem Herrn D.U. Bistran. Nehmen Sie es jetzt an oder nicht? D.U. Bistran? Ich nehme das als ein Ja. Vielen Dank. Du Idiot! Oh. Ich bezahle für eure Dienste und eure vollkommen bescheuerten Mitarbeiter machen ein Picknick! Hey, das ist gut fürs Gemeinschaftsgefühl. Genug! Ich bin am Treffpunkt. Wenn deine Leute nicht bald hier sind, kannst du unsere Vereinbarung vergessen. Ach ja? Sie können mich mal am, Sie wissen, was ich meine. Verdammt. Hast du den Ursprung? Koordinaten programmiert. Wir sind schon unterwegs. Und, wie ist der Empfang hier so? Wir kriegen Sport, Wetter... Oh, der Wissenschaftskanal. Schalt weiter. Hey, was ist das? Der Mann. Mythos, Legende und Verlierer. Captain Quark, einst das Idol in der Galaxie, ist völlig am Ende. Nach seiner Demütigung durch Ratchet und Clank verkaufte Quark billige Imitate von Gadgetron-Produkten. Doch ein Defekt an einem dieser Produkte, dem Körperhygienator, sorgte für Hautirritationen an empfindlichen Stellen, was die Gesetzeshüter auf Quark aufmerksam machte. Moderne Helden ist gleich wieder für sie da. Na, das erklärt einiges. Ja, das tut. Mein toller Körperhygienator hat die ganze Zeit dieses Jucken ausgelöst. Wie dem auch sei, wir sollten in Kürze ankommen. Wieder zu spät. Wir kommen immer zu spät. Warum bloß? Na gut, sehen wir uns mal um und finden raus, wo er hin ist. Braucht ihr Schiff, Verbesserungen? Angst, geschnappt zu werden? Bei Slim Cognito ist Diskretion garantiert. Ob nun Waffen, Schilde oder ein neues Hyperraummodul. Wir halten alles für Sie bereit. Und vor allem halten wir den Mund.
Wenn Sie also mal wieder auf der Suche nach einem legal anfechtbaren Geschäft sind, denken Sie an Slim Cognito, wo wir niemandem Rechenschaft ablegen, außer Ihnen. Schiffsausrüstung. Wir hätten genug Zeit, Slim einen kleinen Besuch abzustatten. Oder wir könnten uns mal diese Chemiefabrik ansehen. Vielleicht weiß da jemand, wo der Dieb hin ist. Vielleicht helfen uns diese Roboter. Entschuldigung, habt ihr irgendwelche maskierten Typen gesehen? Vielleicht sollte ich mit ihnen sprechen. Ein Maskierter hat vor kurzem eine Bestellung abgeholt. Sie haben kürzlich eine Nachricht von ihm erhalten, die Sie uns für ein geringes Entgelt zeigen werden. Hallo, ja, ich, hey! Nein, nein, nein! Oh Mann! Ja, ich bräuchte noch 2 Ladungen Schwefelsäure. Ups, sagen wir lieber 5 Ladungen und 4 Portionen flüssige Schwefel. Ups, und dann noch 6 Kisten Nitroglycerin und... verdoppeln Sie alles, bitte. Und Sie müssten das, liefern. Hey, was? Was? Oh, nichts. Nur ein Roboterwitz. Na gut, Scherzkeks. Unser Ziel wartet schon. Ha! Nimm das, Megacorp! Dein ökofaschistischer Imperialismus ist hier unerwünscht! Verabschiede dich von deinem Monster! Komm schon, Clank! Zu spät, du elender Firmenlakai! Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Meinst du, wir sollten ihn aufhalten? Das bringt nichts. Wir haben, was wir wollten. Bringen wir das kleine Ding zurück zu Mr. Fizzwidget. Clatchit? Rank? Seid ihr das? Auftrag ausgeführt, Sir. Das Experiment ist sicher und in unserem Besitz. Aber das ist ja vorzügbar. Ganz fabelprächtig! Ihr beiden zwei seid ein exzellentiges Team! Wir haben gerne geholfen, Sir. Wir brauchen nur die Koordinaten für den nächsten Treffpunkt. Natürlich! Ich mache eine Führung durch die alten Minen der Megacorp. Hier habt ihr Informationen zur Anrichtung. Megacorp Produktion und Förderung. Ein dynamisches Unternehmen, das den Fortschritt der Galaxie vorantreibt. Besuchen Sie unsere Wüstenminenanlage und erfahren Sie, warum unsere Geschichte unser wertvollstes Produkt ist. Als wir hier ankamen, war dieser Planet völlig von Regenwäldern überwuchert. Um der heimischen Fauna gerecht zu werden, verwandelten wir diesen undurchdringlichen Dschungel in eine übersichtliche Wüstenlandschaft. Als technologisches Pionierunternehmen erfand die Megacorp das automatisierte Management, entledigte sich so kostspieliger Beförderungen und vergaß dabei nie, ihr Leben zu bereichern. Megacorp Produktion und Förderung. Unser Streben nach Fortschritt und Profit geht unaufhörlich weiter. Rufen Sie heute noch unsere Investoren-Hotline an. Ist diese Anlage noch einsatzbereit, Sir? Leider nicht. Aber es ist ein hysterischer Ort. Ich habe die Koordinatorien auf euren Computer überspeichert. Wir treffen uns dort. Hey, da ist Mr. Fizzwidget. Was ist passiert? Alles in Ordnung. Das war nur etwas Schrott auf der Landeplattform. Das war unser Schiff? Keine Sorge, mein Kleiner. Es ist versichert. Und habt ihr die Lieferung? Wundertoll! Kommt jetzt, uns bleibt nichtiglich viel Zeit. Entspannt euch einfach, Jungs. Wie wär's mit etwas flotter Musik? Da
Das hat er absichtlich gemacht. Nein, er ist nur etwas verwirrt. Ja, ja, gut. Komm schon, lass uns einen Weg nach draußen suchen. Da steht, in Notfallscheibe mit Schraubenschlüssel einschlagen. Moment, hier steht, mit Steinscheibe einschlagen, um Schraubenschlüssel zu holen, um Scheibe einzuschlagen, um Stein zu holen. Oh, ich liebe Rätsel. Mal sehen, wenn man die Scheibe mit dem... Erlöst. Gib mir das Experiment, jetzt! Das geht leider nicht. Du hast 3 Sekunden. 1, 2, 3! Wow, er ist eine Sie. Das tut nichts zur Sache. Wo ist das Experiment? Es ist wieder bei Mr. Fizzwitch. Ah! Ihr habt gerade die ganze Galaxie in große Gefahr gebracht. Aber... Ich habe jetzt keine Zeit, euch das lang und breit zu erklären. Wenn ihr den Mist, den ihr gebaut habt, wieder gut machen wollt, dann passt jetzt auf. Oh nein! Zum Glück war das nicht die kleine Susi. Hier in der Megacorp-Testanlage sorgen wir für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie. Hier sind nur einige Produkte, die wir zu Ihrem Schutz zurückgenommen haben. Die Baby-Steinschleuder, die atomare Mausefalle, die selbstklebende Unterwäsche und der Ninja-Rasenmäher. Das nächste Mal, wenn Ihr Toaster nicht vor Ihrem Gesicht explodiert, haben Sie das der Megacorp-Testanlage zu verdanken. Wow, die hat wohl ein paar Puls locker. Was hat denn eine Testanlage mit Gefahr für die Galaxie zu tun? Ich bin nicht sicher, aber wir sollten die Anlage unter die Lupe nehmen. Wir brauchen wohl ein neues Schiff. Hallo, Sir? Hey, das ist mein Schiff. Bis jetzt ist eine Illusion. Gehören nicht alle Dinge dem Kosmos? Nein, das gehört eindeutig mir. Das Schiff hat keinen guten Energiefluss. Nur die Kraft der Kristalle kann es heilen. Kristalle, Sir? Kristalle, wie sie in der Wüste dort vorkommen. Naja, mir fällt auch nichts Besseres ein. Holen wir ein paar Kristalle. Die Waffe zum Aufrüsten kommt ins Fach. Oh, ich verstehe. Du rüstest also Waffen auf. Yep. Aus deiner süßen kleinen Waffe mache ich im Handumdrehen eine mordsmäßige Kanone. Hey, wollt ihr jetzt was von mir oder nicht? Hat nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, die Kristalle sprechen mit vereinter Stimme zu mir. Das war echt beeindruckend. Bringt mir mehr Kristalle und ich gebe euch harte Bulls. Hä? Hey, sieh mal, ob gerade was Gutes läuft. Willkommen bei Moderne Helden. Captain Quark erlebte einen weiteren Rückschlag, als ihn das galaktische Gericht dazu verurteilte, über 6 Milliarden Bols Schmerzensgeld an Opfer zu bezahlen, die am Körperhygienator-Syndrom leiden. 2 Tage später wurde Quark verhaftet, als er nach Pokitaro fliehen wollte. Der einstige Held, damals Top, heute Flop, erwartete nun seinen Prozess. Doch am nächsten Tag war er geflohen. Er hatte sich in die Freiheit gespielt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter mit Moderne Helden. Dieser Idiot. Irgendwie vermisse ich ihn manchmal. Manchmal. Niemand! Wirklich niemand! Kommt der Mathematiker vorbei! Die guten Namen waren wohl alle schon weg. Pass auf, du Null! Bevor der Mathematiker dir den Kopf von den Schultern subtrahiert! Sir, ich bin ebenfalls ein Rechner und wüsste ganz gern, was hier los ist. Auf diesem Mond ziehen wir die Wurzel aus den Verlierern und addieren die Sieger zu den Megacorp-Spielen.
Da oben wird euch ein Herausforderer zur Summe Null machen. Die Technologie kommt mir bekannt vor. Vielleicht kann ich... Cool. Bringst du uns auf diesen Mond? Hey, kennst du uns noch? Sieg durch Kürzen, was? Ihr Typen seid gar nicht mal so übel. Ihr kommt mit zu den Megakopfspielen! Willkommen bei den Megakopfspielen, präsentiert von Megakorp. Okay, Megakorp-Kandidaten, macht euch bereit zum Kampf gegen unsere Megakorp-Gladiatoren. Wenn ihr das überlegt, kommt ihr mit unserem Mega-Spider-Bot zum tödlichen Käfigkampf in unsere Megakorp-Arena. Dann geben wir Gas mit unserem Megakorp-Hoverbike-Rennen, präsentiert vom Team Megakorp. Feindliche Eingeborene werden nicht vom Megakorp unterstützt, gesponsert, ausgestattet, beraten oder auch nur gemacht. Annäherung auf eigene Verantwortung. Die Megakorp-Spiele! Alles mega! Okay, das ist wohl das Hauptterminal. Mal sehen, was es uns verrät. Dieser ganze Abschnitt ist anscheinend ohne Energie. Stimmt, ich rufe einen Reparaturroboter. Folgen wir ihm und reparieren es selbst. Also, finden wir raus, was mit dem Experiment los ist. Was zum... Da liegt, glaube ich, das Problem. Was? Jetzt wollen selbst die Computer Geld von uns? Diese Galaxie ist echt das Letzte. Dr. James T. Fullbrothers Kommentar zum Megakorp-Experiment Nummer 13. Diese Information ist vertraulich. Wenn Sie das sehen, sind Sie gefeuert. Zunächst hielten wir das Exemplar für völlig friedlich. Es ließ sich durch nichts provozieren. Doch der verstorbene Dr. Putridson stellte fest, dass ein natürlicher Monsterpropanase-Spiegel im Blut des Experiments außergewöhnliche Veränderungen hervorrief. Versuche, die Aggression des Exemplars zu zügeln, waren nur mäßig erfolgreich. Die Überlebenden empfahlen die umgehende Zerstörung des Experiments in der entlegenen Mülldeponie der Megakorp. Laut Benutzerdatei sind wir die Ersten, die die Aufzeichnung sehen. Also weiß Fizzwidget noch nichts davon. Wir müssen ihn warnen. Hallo. Mr. Fizzwidget, Sie sind okay. Sir, halten Sie sich fest. Wir haben ein Video gesehen, in dem Ihr Experiment seine Wärter frisst. Verstehen Sie? Es frisst seine Wärter. Ach ja, fettarm, extra Schaum, ohne Schoko. Mr. Fizzwidget, verstehen Sie? Jeder, der sich dem Experiment nähert, muss äußerste Vorsicht walten lassen. Nein, entkupfert. Was? Oh, ja, genau. Mit äußerster Chlorschicht zu behandeln. Ach. Sir, Ihre Experten empfehlen die Zerstörung des Experiments. Wie erwarten Sie dann bei Ihrer Deep Space Mülldeponie? Ja, mein Faxgerät für billige Annäherungsversuche. Es ist gut gesichert, also nicht das Passwort vergessen. Das da wäre... Quarktastisch. Bis dann, also. Hals ab, Schneider! Bei 6 Schlägen gibt's einen gratis. Wir sollen was? Halt, immer langsam. Es führt direkt in einen moralischen Interessenkonflikt. Wir sind doch schließlich kein Abschaum, oder? Das sind allerdings eine Menge Boats. Ja, wenn man es so sieht, können wir unsere bisherige Verpflichtung durchaus aufgeben. Vielen Dank, Sir. Die Halsabschneider stehen bereit. An alle Halsabschneider, wir haben einen neuen Auftraggeber. Okay, gib das Passwort ein. Jetzt. Gut, mal sehen. Überprüf es besser nochmal. Es war richtig, ganz bestimmt. Die Abwehrsysteme greifen uns an. Wir müssen durchhalten, bis Fizzwidget kommt. Bitte melden, könnt ihr mich hören? Sir, Sie haben uns ein falsches Passwort gegeben. Undenklich! Außer, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Leider habe ich unser Treffen verpasst, aber ich musste einen Werbespot für unsere Waffenfabrik drehen. Aber, Sir... Was ist mit dem... Werbespot? Ich war super! Schaut ihn euch an!
Megacorp sorgt für Wärme, Gesundheit und jetzt auch für Sicherheit. Hallo, ich bin Abercrombie Fitzwidget und ich begrüße Sie in der neuen Megacorp Waffenfabrik. Machen Sie doch einen Rundgang, um zu sehen, wie wir Waffen herstellen. Unsere Experten setzen alles daran, schwere Hightech-Waffensysteme zum Schutz ihrer ganzen Familie zu entwickeln. Also kommen Sie vorbei mit der ganzen Familie. Unsere Führungen sind informativ und unterhaltsam. Wer weiß, vielleicht lernen Sie etwas dabei. Das war ein schicker Kerl, was, Jungs? Fizzwidget Ende. Sir, halt! Mr. Fizzwidget, bitte melden! Vielleicht ist er ja noch in der Waffenfabrik. Richtig nette Lackierung. Hast du das selbst gemacht? Ich kann für mich selbst sorgen, Sir. Oh, sorry, Kleiner. Dachte, du wärst eine Kurbelwelle. Ohne die bin ich blind wie ein Maulwurf. Kein Problem. Wie kann ich beim großen Rennen mitmachen? Na, hast du einen Helm? Bist du dabei? Ist Pipifax. Als Preis gibt's heute besondere Stiefel zu gewinnen. Die hätte ich selbst gern. Die harmonieren mit meinen Hosenschonern. Mist! Die Stiefel wollte ich für mich! Passen aber auch zu deinem Outfit. Jetzt gibt's noch ein Rennen. Diesmal geht's um einen Haufen Bolz. Hey, geht ihr zwei zu den Spielen? Ja, und weiter? Oh, ganz ruhig, Boss. Ich will keinen Ärger. Ich will nur auf legale Weise Geld machen. Das bezweifle ich entschieden. Hey, stelle ich mich vielleicht für diese ausverkaufte Arena an? Ihr braucht diesen Levitator, um reinzukommen. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ich muss jetzt weiterziehen. Die Anweisungen sind auf Plagianisch. Wiedersehen. Also gut, hier steht Stück A muss in Schlitz B. Okay, und dann magnetisiert man die Gravitationsmatrix, nimmt den linken Arm ab. Was? Und passt. Du bist echt gut. Du sagst es. Seid ihr bereit für den Wettkampf? Hier ist er, einer der gefürchtetsten Gladiatoren der Galaxie. Ratchet und ein Metalltyp. Gegen die härtesten Gladiatoren der Galaxie brauchen sie echt Glück. Jetzt geht's los. Captain Quark, beende Qualitätskontrolle für Super-Elektrogerät. Energiehammer-Test erfolgreich. Ratchet von Feldin, ich wusste, der Tag kommt. Deine Tage sind endgültig gezählt, denn ich vernichte dich im Namen von Captain Quark. Süßer Tod. Hier treffen wir uns. Ehrenhaft falle ich auf dem Schlachtfeld. Nur zu, Lombax! Los, Clank, lass uns gehen. Wartet! Ihr habt den größten Superhelden aller Zeiten blamiert! Ihr schuldet mir was! Was wollen Sie von uns, Sir? Habt ihr cooles Quark-Zeug aus eurer Galaxie? Ihr kriegt dafür den Panzermagnetisator. Ich glaube, mit diesem Gerät kann man Bolts anziehen. Cool. Den Captain nehme ich mit zu mir, bevor ihm die Feuchtigkeit schadet. Angela Cross ruft Ratchet auf Sicherheitsfrequenz 7 Echo Foxtrot. Hier, Ratchet. Angela, ist das dein Name? Ratchet hat dich sonst ganz anders genannt. Ach. Hat er das? Naja, ich will euch nur warnen. Die Halsabschneider haben mein fliegendes Labor gekapert. Aber arbeiten die Kerle nicht für dich? Nein, nicht mehr. Diesen Versagern hat wohl jemand mehr Geld geboten. Ich kann euch sagen, erst die Sache mit den Halsabschneidern, dann das Protopad, alles geht irgendwie... Was war das? Protopad? Oh, ja. Sie nennen es jetzt das Experiment.
Hier, schaut mal. Oh nein, nein. Billy ist traurig. Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Oder ist er... Oh nein! Na, nein, weg damit! Einsam. Nein! Das neue Megacorp Protopet. Unser bezaubernder Freund lässt ihre Kinder ausflippen. Lust auf Fußball? Hat das Protopet auch. Willst du Fang spielen? Los, such das Protopet. Wie wär's mit Räuber und Gendarm? Hilfe! Polizei! Protopet will auch. Frag nur Billy. Das Megacorp Protopet. Holen Sie sich Ihres gratis auf Bouldern ab. Direkt bei Abercrombie Fizz Widget. Willst du damit sagen, das Ding ist als Haustier gedacht? Die Megacorp will eine Killerbestie vermarkten. Das ist einfach unverantwortlich. Das habe ich doch die ganze Zeit versucht, euch zu sagen. Wenn dieses Monster verkauft wird, hat das furchtbare Folgen für die ganze Galaxie. Wir müssen mit Mr. Fizz Widget sprechen. Ach, wenn ihr meint, dass er euch zuhört, versucht ihn auf Bouldern zu finden. Übertrage Koordinaten. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wir hören, Halsabschneider. Uns erwartet Großes, also passt auf. Die Megacorp will, dass wir ihren Vorsitzenden beschützen, Mr. Fizz Widget. Sie denken, er wird langsam ein wenig gaga in seinem Alter. Und sie sind besorgt um seine Sicherheit. Fizz Widget ist etwas altmodisch, daher möchte ich, dass alles mit dem Anstand und der Höflichkeit vonstatten geht, die man von uns erwartet. Außerdem sollt ihr auf diese zwei Clowns achten. Ich habe ein persönliches Interesse, dass die beiden erledigt werden. Also spendiere ich eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Denkt dran, inklusive Getränke und Nachtisch. Ende. Die Waffe zum Aufrüsten kommt ins Fach. Oh, ich verstehe. Du rüstest also Waffen auf. Ja, aus deiner süßen kleinen Waffe mache ich im Handumdrehen eine mordsmäßige Kanone. Hey, wollt ihr jetzt was von mir oder nicht? Hat nicht den ganzen Tag Zeit. Was zum... Das ist nicht fürs Widget. Möchtet ihr ein Protopet gratis? Das Angebot gilt nur heute. Wo ist er? Stehen bleiben, ihr Spinner! Oh nein! Ihr zwei seid festgenommen. Wegen Mordversuchs an Mr. Fizz Widget. Aber das ist nicht... Spaß dir, Kumpel! Du machst keinem was vor. Du und dein Blechhaufen. Ihr macht jetzt einen Ausflug in unser neues Gefängnis. Passt auf! Das Halsabschneidergefängnis wünscht einen angenehmen Aufenthalt. Nach einem ersten Poolbesuch werden alle neuen Insassen einen galaktischen Ernährungsexperten kennenlernen. Der Experte wird dafür sorgen, dass sie für die Dauer ihres Aufenthalts artgerecht essen. Und schauen Sie doch auch in unserem Fitnessbereich vorbei. Denn gut in Form vergeht eine Gefängnisstrafe mindestens doppelt so schnell. Und wenn Sie mal richtig deprimiert sein sollten, sprechen Sie einfach mit unseren persönlichen Lebensberatern. Dann werden auch Sie wieder lachen. Pure Sicherheit. Genießen Sie das Halsabschneidergefängnis. Wie fandet ihr das? War gar nicht mal so schlecht. Ich nehme an, es gibt hier vegetarisches Essen? Na klar. Veganisch oder... Warte mal! Du, bring sie weg! Und nimm auch ihr Schiff, klar? Hey! Entschuldigung. Ich habe unsere Umgebung gründlich analysiert und fürchte, es gibt absolut keine Fluchtmöglichkeit. Außer der da. Da ist wohl jemand verliebt. Ich bin gleich zurück. Lass dich unterwegs nur nicht aufhalten. Hey, sieh mal hier, noch ein Schraubenschlüssel. Und, bist du deiner kleinen Freundin draußen begegnet? Ich weiß nicht, wovon du redest. Hey, die Unterhosen kenne ich. Na also, das ist das Problem. Entschuldigen Sie, Sir,
Aber was machen Sie hier, in dieser Galaxie? Ich bestimme nicht, wo was kaputt geht. Ich mach's nur wieder ganz. In dieser Galaxie muss es doch jemand... Ich weiß, aber die nicht. Ich krieg bezahlte Pausen und Fahrtkosten. Was ist das? Irgendein Idiot hat diese fast neue Quark-Spielfigur runtergespült. Oh, jetzt riecht sie ein bisschen streng, aber das macht doch nichts. Interessiert? Da hast du sie. Bis nächstes Jahr oder so. Was hat er damit gemeint? Ratchet, Clank, weiß nicht, ob ihr das empfangt. Ich melde mich von der Flotte der Halsabschneider. Dieses Schiff kommt gerade von einem Megacorp-Handelszentrum und vielleicht habe ich die Antwort auf... Hey, wer ist da? Miau! Oh. Einen Moment. Was machst du hier? Aha, schickst du eine Nachricht an deine Freunde, was? Verabschiedet euch jetzt, Jungs. Bringt sie ins Hauptquartier. Wow! Hast du das gesehen? Ja, Angela weiß, wie man das Protopad besiegt. Und? Ihre Katzenimitation war schrecklich. Und wir müssen sie vor den Halsabschneidern retten. Richtig. Wir brauchen den Tipp. Und wir müssen sie schützen. Na gut. Ich gebe die Koordinaten ein. Halsabschneiderschiffe auf 1 Uhr geortet. Jetzt wird abgerechnet. Sieh nach, ob du irgendwelche Nachrichten abfangen kannst. Die Halsabschneider haben Angela wohl aus dem Quadranten gebracht. Was ist mit euch los? Ich will nur meinen Lebensunterhalt verdienen und ihr kommt mir ständig in die Quere. Ratchet und Clank, stimmt's? Wenn ihr euch nicht in eure Galaxie verzieht, dann schieße ich euch in so viele Stücke, dass... Jedenfalls in ziemlich viele Stücke. Das könnt ihr mir glauben. Also halt ab, ihr zwei. Und versucht bloß nicht, mich zu finden, denn ich krieg davon Wind. Ich meine, ich bin wie der Wind. Ihr wisst nicht, wo ich als nächstes bin. Und ich bin stürmisch. Und an heißen Tagen bin ich besonders erfrischend. Ihr wisst schon, was ich meine. Macht's gut, ihr Spinner! Weiß er, dass er gerade seinen genauen Standort gesendet hat? Wenn nicht, dann wird er's gleich merken. Was ist denn so lustig? Nichts eigentlich. Jetzt bist du dran! Puh, alles klar, Clank? Gut, dann los. Hallo, habt ihr nicht was vergessen? Ups, natürlich, nachdem wir Angela befreit haben. Danke. Und bevor ihr wieder losrennt, seht euch das an. Direkt aus der Tasche unseres Exenfreunds. Logbuch 4792. Komme gerade vom Megacorp-Handelszentrum. Ich habe den Verdacht, dass mich die Megacorp belogen hat. Die extra großen dekorativen Briefbeschwerer, die dort gelagert werden, sind vielleicht in Wirklichkeit Protopads. Was auch erklären würde, warum das Zentrum von gefährlichen Mutanten bewacht wird. Das Lagerschiff fasst bis zu 10 Millionen Kisten. Und bei 100 Protopads pro Kiste wären das etwa 3,5 Zillionen Protopads. Eine geheime Ladung dieser Größe kann nur eins bedeuten. Die Megacorp hat garantiert etwas vor. Ich werde sie so bald wie möglich damit konfrontieren und verlangen, dass ich einen größeren Anteil kriege. Sind die verrückt? Die Galaxie schwebt in größerer Gefahr, als ich bisher angenommen hatte. Meint ihr, dass Mr. Fizzwidget... Wir haben schon zu viel Zeit mit Fizzwidget vergeudet. Ich sag's euch, dieser verrückte Alte ist nicht mehr der, für den ich mal gearbeitet habe. Moment. Du warst mal bei der Megacorp? Ja, in der Genetikabteilung. Das Protopad. Ich sollte die Mängel des Protopads beheben. Und ich war so nah dran. Doch dann hat Fizzwidget den Produktstart vorgezogen. Lohnt es sich, die Protopad-Lieferungen zu unterbinden? Ja, aber
Um es endgültig aufzuhalten, müssen wir ins Megacorp-Hauptquartier einbrechen. Einbrechen? Wie? Ich habe zu Hause einen alten Megacorp-Ausweis. Wir trennen uns. Clank und ich gehen zum Handelszentrum und du holst deinen Ausweis. Versuch, mehr Infos über die Protopads zu finden. Jetzt zeigt Ihnen Moderne Helden den letzten Teil unserer Reihe über Captain Quark. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird der flüchtige Superheld seit 6 Wochen vermisst. Starb er den Heldentod? Wurde er zum Opfer eines verrückten Fans? Oder ist er noch irgendwo am Leben? Wir werden es wohl nie erfahren, aber bleiben Sie dran. Es folgen weitere substanzlose Spekulationen bei Moderne Helden. Naja, das war's mit Quark. Schön. Gleich kommt nämlich Robocop. Mach schon. Du würdest mir einen Gefallen tun. Wirklich. Oh, entschuldige. Ich dachte, du wärst einer von... denen? Oh je. Was ich nur für ein Gramm ihrer absoluten Ignoranz geben würde. Das Wissen um das Selbst ist eine schlimme Bürde, Sir. Tagtäglich sehe ich mit an, wie mein eigenes Volk brutal und unzivilisiert handelt. Oh, es ist wahrlich eine Qual. Ja, ich verstehe. Auch ich, auch meine Art wurde gebaut, um zu zerstören. Ah, dann habe ich etwas, das dich interessieren könnte. Aber darf ich zunächst um ein paar Bowls bitten, damit ich essen kann? Meine letzte Mahlzeit ist schon eine Weile her. Darla Gretsch meldet sich live aus Argon City, wo der Protopet-Wahn ausgebrochen ist. Und wer letzte Woche im Hyperschlaf verbracht hat, das Protopet ist Megacorps neues biomechanisches Haustier. Liebenswert, allergiefrei und stubenrein. Fans des Wesens nennen es den perfekten Gefährten. Der günstige Preis des Protopets und seine Brutgeschwindigkeit werden wohl bald dafür sorgen, dass es mehr als genug dieser neuen Gefährten gibt. Für jedermann. Darla Gretsch für Kanal 64. Die gesamte Bevölkerung dieses Planeten wird verschlungen werden. Es sei denn, wir greifen rechtzeitig ein. Runter! In Deckung! Was zum... Hallo! Ratchet und Clank! Ihr Glückspilze! Angela Cross! Hat euch grad galaktische Grüße gesendet! Jungs, wenn ihr diese Nachricht kriegt, trefft mich auf meinem Heimatplaneten. Ich habe meinen alten Ausweis gefunden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir damit ins Megacorp-Hauptquartier kommen. Aber beeilt euch! Bevor uns die Protopets vollkommen überrennen! Oh, und das mit dem Balloonogramm tut mir leid. Ich konnte sonst nichts von diesem Plan... Wir hoffen, die galaktischen Grüße haben Ihnen gefallen. Dieser Angela fällt doch immer was ein. Ja, sie denkt einfach an alles, nicht wahr? Und sie ist in sehr großer Gefahr. Es bewegt sich nicht. Gewalt ist keine Lösung. Können Sie den Fels bewegen, Sir? Das kann ich. Und? Etwas Geduld. Der Fels bewegt sich erst, wenn die Kräfte des Universums im Einklang sind. Okay, könnten wir diese Kräfte etwas schneller in Einklang bringen? Ah, ja. Die holistische Resonanz von Mondsteinen kann möglicherweise die Kräfte lenken. Ja, die Ankunft der Mondsteine ist gut, denn in eben diesem Moment kann ich den Fels bewegen. Mann, was für ein Zufall. Danke, Sir. Das war sehr hilfreich. Deine Dankbarkeit rührt mich, Junge. Ich habe auch einen Teil von einem sogenannten Hypnomatik. Bringt mir mehr Mondsteine, dann könnt ihr es haben. Moment, ich dachte, du hättest kein Verlangen nach Besitztümern. Bitte, belastet mich jetzt nicht mit euren Bürden.
Ich bin müde vom Heben des Felsens und muss ruhen. Hallo? Wir haben noch mehr Mondsteine. Nein, habt ihr nicht. Was? Die Existenz ist eine Lüge. Gefühle sind Illusionen. Besitz ist bloß eine Täuschung. Na gut, ich hab die Illusion einiger Mondsteine. Krieg ich dafür die Täuschung des Hypnomatikteils? Du hast viel gelernt, mein Junge. Jetzt bring mir noch mehr Mondsteine. Dann wirst du reich belohnt werden. Entschuldigung. Du wirst müde. Sehr müde. Du wirst sehr müde. Ein Kunde! Sie sehen aus, als könnten Sie einen Hypnomatik gebrauchen. Okay. Bringen Sie die Teile, dann bauen wir es kostenlos. Kostengünstig! Wirklich sehr günstig! Aber Vorsicht damit! Denk gar nicht erst daran. Hey, cooles Haus. Ja, das ist ein kleiner Überrest meines früheren Lebens. Wurdest du wiedergeboren? Nein, nein. Meine Zeit bei Megacorp. Die Bezahlung dort ist wirklich nicht übel. Ja. Jetzt haben wir deinen Ausweis, aber wie stoppen wir das Protopad? Passt auf. Mami, wo kommen die Protopads her? Natürlich von Megacorp, mein Schatz. Stimmt, genau. Alle Protopads der Galaxie kommen direkt von hier. Aus unserer Fabrik. Ihr kleiner Freund geht aus dem Original-Protopad hervor. Jedes Protopad erhält seinen eigenen Namen und seine eigene Geburtsurkunde. Unser Dressursystem macht Ihr Protopad zu einem tollen Freund, der Ihnen für immer erhalten bleibt. Wenn Ihr Kind also mal wieder fragt, Mami, wo kommen die Protopads her? Dann kennen Sie die Antwort. Sie kommen von Megacorp. In der Fabrik werden mit dem Original-Protopad alle anderen produziert. So sieht's aus. Wenn wir das Original-Protopad erledigen, war's das. Endgültig. 20% Rabatt auf eine Reparatur in der Öloase? Ups, falsche Karte. Die hier deaktiviert die Tür zur Protopad-Duplikationszone. Wir treffen uns dort. Sollen wir uns wirklich trennen? Megacorps Orbit-Abwehr ist hart. Mit 2 Schiffen haben wir die Chance, dass wenigstens 1 durchkommt. Gute Idee, aber pass auf dich auf. Ja. Da ist er, der Protopad-Duplikationsraum. Ich habe mich verspätet. Es gab Ärger mit den Wachen. Kein Problem. Genau rechtzeitig. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Sie will uns etwas sagen. Viel Spaß mit dem Hygienator. Denken Sie daran, mein Name ist Steve. Steve McQuark. Now. Jetzt habe ich 1 Million Hygienatoren verkauft und kann die Rückkehr des größten Superhelden aller Zeiten finanzieren. Captain Quark. Ich brauche jetzt nur noch eine neue Galaxie mit 9 Fans, damit ich sie vor einer Katastrophe retten kann. Aber... Sir, ich verstehe das nicht. Mr. Fizzwidget! Das ist übel. Also gut, was zum Teufel geht hier vor? Ich kann es erklären. Ich werde die Galaxie von den Protopads retten. Und ihr werdet zum Staatsfeind Nummer 1. Oh, und 2 und 3. Wachen! Schnappt sie!
Lächeln! Es geht los! Bürger von Bogon, ich bin Captain Quark. Ich komme in dieser finsteren Stunde zu Ihnen, um die leuchtende Fackel der Gerechtigkeit in Ihre Galaxie zu tragen. Fackel der Gerechtigkeit? Wie Sie wissen, wurde eine Bedrohung namens Protopets auf Ihre Galaxie losgelassen. Aber keine Angst, Bogonia! Ich, Captain Quark, habe die Verbrecher geschnappt! Ja, liebe Bürger! Diese Personen stecken hinter Megacorps scheußlichem Experiment mit dem Tod. Und jetzt werde ich mit diesem, Super-Elektro-Dings, das ich erfunden habe, die Bedrohung der Protopets ein für alle Mal beenden. Das ist mein Helixomorph! Ich habe ihn erfunden! Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Ich werde das Signal von diesem Helix-O-Ding verstärken und so alle Protopets vollkommen harmlos machen. Eine kleine Demonstration. Mami! Funktioniert der Helixomorph eigentlich? Hat er mal. Ich kann ihn bestimmt reparieren. Komm schon, Clank. Wir holen ihn uns. Ihr habt's geschafft! Alles okay. Das ist der echte Mr. Fizzwidget. Quark hat ihn gefesselt und in einen Schrank eingesperrt. Meine Herren, ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Keine Ursache, Sir. Leider konnten wir den Helixomorph nicht zurückholen. Gut. Was daran wohl kaputt ist? Keine Ahnung. Es könnte Monate dauern, das herauszufinden. Die Batterie ist falsch rum drin. Ups. Unfähig bis zu allerletzt. Braver Junge. Ich muss das Gerät nur mit den TV-Sendern von Megacorp verstärken. Dann kriegen wir auch die anderen Protopets. Clank? Oh-oh. Schon gut. Ich repariere sie. Ich versprech's. Also, was machst du in deiner Freizeit? Oh, tatsächlich? Also, was ist eigentlich mit Quark passiert? Ich habe gehört, er arbeitet bei der Megacorp. So, seid ihr Jungs neu hier? Kennt ihr Jungs schon den neuen Probomatic? Das Ding macht euch so richtig sauber! Ich habe gerade was Neues ausprobiert, den Vaccinator. Ich für meinen Teil stehe ja auf glatte Flächen und damit wird man wirklich blitzblank. Na gut dann, bis bald. Einheit 23A, bitte kommen Sie sofort zum Schritt-Osator-Test. Tja, die Pflicht ruft. Gut festbinden, ich will nicht runterfallen. Das Ding ist doch geprüft. Halt, dafür bin ich ja hier. Oh, eine Sache noch.